Guck mal dem Papa zu, der muss jetzt kurz ein paar Knöpfe drücken. Das ist kurz ein richtiger Knöpfe. Bei dir? Ja. Okay. Was so passierte, war für mich ein Unding. Egal, ob es um andere oder um uns geht. Ich konnte es nie begreifen, wieso sich Menschen umbringen. Wollt ihr wissen, was manche Menschen so böse macht? Also hab ich mich mit dem Bösen befasst und nachgedacht. Ich kam zu dem Ergebnis, Schuld und Macht hat unser Geld. Da wollte ich wissen, leben wir wirklich auf einer dunklen Welt? Denn das Tragische zog mich herunter, brachte mich zum Hassen. Doch einfach drüber hinwegsehen, das konnte ich nicht verkraften. Also hatte ich den Drang, etwas dagegen zu machen. Um mich selbst zu leiden, nahm ich mir vor, auf mich zu achten. Ich war lange auf der Suche nach Glück, mich brachte die Suche zurück. War wieder bedrückt, mein Part und wieder ein Stück. Es ist die Liebe zur Musik auf dem Beat. Werde ewig weitermachen, auch wenn ich nichts verdiene. Egoisten, unser Leben wird nicht tot, so wie Lego-Kisten. Warum gab es dann die Massen, die auf Demo stritten? Weil ihnen das Gegengewissen zählt, die uns reden. Ich glaube, der Grund der fehlenden Vernunft, die Egoisten, ist unser Leben wirklich tot, so wie Lego-Kisten. Warum gab es dann die Massen, die auf Demo stritten? Weil wir das Gegengewissen sehen, die uns reden. Was soll das denn sein? Sollen begreifen, dass ich meine, dass sie mich nur beneiden. Was soll das also heißen? Niemand kann mich mehr vertreiben. Deshalb gehe ich jetzt in Stein gegen die Kappen. Wird gekämpft mit einer Bass. Die chillt und später dann mit einer Megazahn. Geht zur Technik wie auf einer Kegelbahn. Ich mach so lange weiter, bis ich selbst zufrieden bin. Denn man will mir was zu geben, sitzt es in der Tiefe drin. Meine Denkweisen zogen mich zu den Krisen hin. Ich schreibe meine Zeilen, weil ich nur beweisen, hier sind viele drin, dass die meisten nicht auf Liebe sind. Und die Macht ist nicht ihnen bestimmt. Das Geld, was wir leisten, geht leider zu den Spießern hin. Der fehlenden Vernunft, die Egoisten, ist unser Leben wirklich kurz, so wie Lego-Kisten. Warum gab es dann die Massen, die auf Demo stritten? Weil wir das Gegengift sind, sehen, die uns gretig ficken. Ich glaub, der Grund der fehlenden für uns, die Egoisten, ist unser Leben wirklich kurz, so wie Lego-Kisten. Warum gab es dann die Massen, die auf Demo stritten? Weil wir das Gegengift sind, sehen, die uns gretig ficken.
haben ja cool getanzt, oder Juli? Ja, vielen, vielen Dank. Also, jetzt sagen wir mal ein paar Worte zu uns. Wir sind die Band Sinnflut aus Ravensburg-Weingarten, die Ecke. Und erstmal großes Dankeschön an die Einladung hier ins Wohnprojekt Wilhelma. Ja, nach vielen Proben und total viel Kitzel unter den Fingernägeln sind wir jetzt endlich da und haben voll Lust, einfach mal wieder Gas zu geben. Es ist sehr, sehr lange her, beziehungsweise so in dem Kreis ist es tatsächlich auch heute unser erster Auftritt, also Premiere. Also auch für uns total spannend. Genau, ich war vorher mal auf der Webseite. Wilhelma, es steht jetzt nicht viel drauf, glaube ich, oder? Aber was drauf steht, ist total cool. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu unseren Texten. Also so diese Ideen, die hier schon so gelebt wurden mit umsonst Flohmarkt und toller Musik. Darum geht es auch ein bisschen in unseren Texten und wir freuen uns einfach, euch mit euch die Musik und die Texte zu teilen. Wo es so ein bisschen auch um Gesellschaftskritik geht. Und ja, genau. Und davon handelt auch der nächste Song jetzt. Wir haben noch Luft. Guck mal, den kannst du in die Luft halten. Bildungssystem. Mein Kopf rattert und rattert, ich packe hier Schleuse, die Thesen durchs Raster. Mein Herz hält sich über Wasser und tastet sich achtend durch Kasper und Magna. Ihr vertraut dem System und behauptet, es steht in der Realität und das raus, was auf dreht. Ja, momentan läuft auf unserem Planet einiges falsch, es ist unangenehm, ist die Lösung, den Kopf nach unten zu drehen und zu hoffen, dass im Laufe der Zeit die Wunden vergehen. Das ist eure Haltung, ihr wollt den Unsinn nicht sehen, wir drohen runterzugehen, weil das ist die Kunst unseres Lebens. Die Kunst unseres Lebens, die Kunst unseres Lebens, die Kunst unseres Lebens, das Funkeln zu erleben, auch dem Dunkeln zu begegnen, durch die Summe der Erfahrungen und zu halten, reflektieren, seinen Weg zu gehen. Lebensbereich, der Nord, der Verein, wo man in den Wald, ja, soll Schule sein. Eine gemeinsame Zeit, die uns treibt für den weiteren Weg, ein weiterer Weg, ein Lebensbereich, der Nord, der Verein, wo man in den Wald, ja, soll Schule sein. Eine gemeinsame Zeit, die uns treibt für den weiteren Weg, ein weiterer Weg, weiter bleibt. Als würden wir von etwas flüchten und das Prinzip heißt, wir können, weil wir müssen. Es läuft nach Zwang, anstatt den Drang zu unterstützen. Doch müssen nach Mühe und wollen macht wach. Schützt ihr Gefühle oder folgt ihr dem, was man euch gesagt hat? So solltet ihr das, folgt der Intuition auf dem fröhlichen Schatz. Die Lehrer sind gestresst, die Schüler sind gestresst. Wenn man die Gründe überdenkt, kommt man dazu, dass man erkennt. Wenn man die Theorie mit Praxis ergänzt, dann bemerkt man, dass der Schüler wieder aktiv bedenkt. Stattdessen müssen sie sich durch die Fülle der Pläne und dessen Müdi die trockenen Fakten in ihren Schädel abstrakte Themen. Die wieder begegnen, soll man nicht kleben. Und dann improvisiert wieder gegen später im Leben. Folgebruch mit Formel zu drehen, stehen sie überfordert und gehen mit Sorgen im Regen. In unteren Klassen stehen Fragen auf dem Blatt, wo man Studierende das Fass ahnungslos ertappt. Ihnen werden Phrasen reinbrannt, wo man sich später im Leben fragt, warum hab ich das gemacht? Warum hab ich das gemacht? Ein Lebensbereich, ein Ort der Verein, wo man in den Teil, ja, soll Schule sein. Eine gemeinsame Zeit, die uns treibt für den weiteren Weg. Ein weiterer Begleiter bleibt mein Lebensbereich, ein Ort der Verein, wo man in den Teil, ja, soll Schule sein. Eine gemeinsame Zeit, die uns treibt für den weiteren Weg. Ein weiterer Begleiter bleibt. Kinder wollen nicht die Fässer gefüllt werden, sondern wie Leuchten entzündet. Die Entdecker wollen sie voller Triebe lernen. Doch ihre Flügel sind verstümmelt, sie verlieren ihren natürlichen Willen. Erkenne in ihren Pupillen die inneren Konflikte, deshalb halten sie nicht still. Sie bieten Gegenwind und das mit Recht, denn sie werden gedrillt. Das nehmt ihr anders wahr,
da, die den ganzen Tag ungewollt von Musik zu zum Handball fahren, bleiben unter diesem Zwang ganz lang brav. Selbst Lehrer stimmen diesen Punkt zu, dafür, dass sich was ändern muss, gibt es Grund genug. Weil auch Schule und Co. haben einen Schritt gemacht, eine Schule, die vom Lernen zum Leben Verbindung schafft. Klar gibt es jetzt auch schon tolle Projekte, die uns weiterbringen und die ich schätze. Denkt eigenständig über die Thesen nach, in der Schule hatte ich es immer schon schwer gehabt. Ich verstehe die Kritik von Richard David Brecht, von Harald Lesch, Gerald Hüther, bildet euch selbst. Ein Ort der Verein, wo man Ideen teilt, ja soll Schule sein. Eine gemeinsame Zeit, die uns treibt für den weiteren Weg. Ein weiser Begleiter bleibt ein Lebensbereich. Ein Ort der Verein, wo man Ideen teilt, ja soll Schule sein. Eine gemeinsame Zeit, die uns treibt für den weiteren Weg. Ein weiser Begleiter bleibt. Ja, diesen Song, den habe ich tatsächlich bei der Abschlussfeier bei uns in der Schule gesungen. Und es hat sehr gut getan. Kathaus ist in Action. Genau, der nächste Song, der heißt Erwache. Ich muss mal da die Bauch machen. Und ich denke mal, da geht es so ein bisschen darum, so sich auf einen eigenen Weg zu machen. Also trotz Schule, trotz den vielleicht auch wichtigen Grundlagen, die man da bekommt, das ist ja, glaube ich, schon auch wichtig, selber aufzuwachen, also Bewusstsein für sich zu entwickeln. Und ja, darum geht es im Song. Viel Spaß. Um die Zukunft zu schaffen, ruhen lassen sei für untere Klassen. Schulden, viele haben Kummer, doch machen schlummern im Schatten nichts, um den Bunker zu verlassen. Sie sind unausgeglichen, haben Hungerattacken. Durchs Runtermachen suchen sie die Schuld bei Bekannten. Zeichen zum Erfraffen kehren sie unter die Matten. Ihr ungesunder Lebensstil plündert Summen von Krankenkassen. Zahlungen sind ein, für die, die wenig auf sich achten, nicht zu fassen lassen. Unachtsam Bewusstsein überwachen, so verlieren sie sich. Werden gesteuert und tappen, wenn sie sich funkeln lassen. Dumm durch die dunklen Gassen der Eliten, die sich durch Selbsthass Ruhm verpassen. Durch Erziehung steht die Angst, mit Vernunft zu wachsen. Sie folgen den krummen Maschen, um der Forderung zu passen. Los und knapp, sie unternehmen es fast, wenn ihre Lungen platzen. Erwache, um zu tun, was zu tun ist. Was suche ich? Ich suche mich. Erwache, im goldenen Käfig ein Schritt und ich trete ins Licht. Erwache, um zu tun, was zu tun ist. Was suche ich? Ich suche mich. Erwache, im goldenen Käfig ein Schritt und ich trete ins Licht. Ging ich auf Gruppen, die sich ducken ein. Es gibt einen großen Teil mit Bewusstsein, der unten bleibt. Dass die Menschen gehen, konkret die Wege aus der Dunkelheit. Entscheidet euch, entweder das Licht, bevor ihr versunken seid. Seine harten Phase begann ich zu reflektieren, ob meine Taten Einfluss haben und zu was sie führen. Es waren immer die anderen, doch jetzt war ich bei mir. Ich kämpfte gegen mich selbst, so kann ich nur verlieren. Ich war konditioniert, habe mich selber unterdrückt. Seit diesem Tag hab ich meinen Kern und meinen Kult zurück. Bin überall und auch hier, wie alles verbunden ist. Bin alles und auch nichts in meinem Inneren beginnt Lebensglück. Ich war ich, begann so also durch die Welt zu gehen. Ist alles klar, du konntest die anderen und mich selbst verstehen. Das System und wer es lenkt, wir uns im Kettenlink. Nicht mit mir, nicht mit dir, komm, wir gehen den Heldenweg. Erwache, um zu tun, was zu tun ist. Was suche ich? Such mich. Erwache, im goldenen Käfig ein Schritt und ich trete ins Licht. Erwache, um zu tun, was zu tun ist. Was suche ich? Ich such mich. Erwache, im goldenen Käfig ein Schritt und ich trete ins Licht. Thank you.
Scheiße, den Weg zu mich gehen. Du brauchst dich, du brauchst sie, jeder Schritt zählt. Wichtig ist zu wissen, wenn sie Druck machen, die sich den Blick mit deiner wahren Kern in ihr Gesicht, den können sie nicht stehen. Jeder von uns sollte sich zuerst mit sich selbst befassen. Den eigenen Kern ertasten, so können wir zusammen wachsen. Geld und Feiern, der zweite Schritt, das Hamsterrad zu verlassen. Komm mit in den Tauschring, die Tauschkultur wird neu erwachen. Regelmäßig treffen, Wiedersehen, zusammensetzen. Durch weitere achtsame Schritte immer zu vernetzen. Dich befreien wir von ihren Ketten, revolutionär. Lass uns hier warten, Stärke retten. Wir werden Land finden, unabhängig durch die Selbstversorgung. Achtsame Schritte in allem ist unsere Forderung. Eigenständig kritisch denken, lernen aus der Selbstverforschung. Komm zurück in unsere Kraft, so bringen wir die Welt in Ordnung. Also was vielleicht interessant ist, die Texte, die sind jetzt so 2014, 2015. Da war ich so ein bisschen in der Phase nach der Schule, wo ich so ein bisschen, dieser Wache-Song ist auch so ein bisschen, ja, sehr gesellschaftskritisch. Da habe ich versucht, so ein bisschen Gründe dafür zu finden, warum ich auch eine schwierige Zeit zum Beispiel in der Schule hatte. Und ich glaube, irgendwann war ich darüber so ein bisschen hinweg und mir ist klar geworden, ich muss halt selber meinen Weg finden und kann nicht dafür schuldig im Außen suchen oder sowas. Und der nächste Song, der heißt War das alles? Da war ich gerade 2 Wochen am Haus hüten bei Freunden, hatte viel Zeit, hatte meine Ruhe, lag auf der Couch und habe mich dann so ein bisschen gefragt, so und jetzt, wie geht's denn weiter? War das jetzt alles? Ich bin jetzt irgendwie... Ich habe irgendwie so die Grundlagen, aber was passiert denn jetzt? Darum geht's. Ready? Stille, nur nicht Zeit. Alles da, es ist leicht keine Not. Fülle im Bauch doch mein Geist. Ist leise, sind ganz monoton. Raum für Wunder, für Magie, für alles Glück, doch ich lieg auf der Couch, ich schaue umher, seh noch nichts wie ein Blick aufs Meer. 2 Katzen, die flitzen, sich rollen in Decken, spielen und zeitlos die Pfoten sich lecken. Den ganzen Tag ohne müde zu gern, wie gern würde ich so sein, auch lernen. Das Katzenfeuer will ich auch, kleine Funken kitzeln meine Seele. Ich glaub, das Leben will mir was erzählen, dafür will ich mir doch die Zeit nehmen. War das alles? Ich glaub, ich bin erwachsen. Ich hab mein Leben in der Hand und ich kann machen, was ich will. Doch wo brennt mein nächstes Feuer? Ich brauch Ziele, das ist irgendwie bescheuert. War das alles? Ich glaub, ich bin erwachsen. Ich hab mein Leben in der Hand und ich kann machen, was ich will. Doch wo brennt mein nächstes Feuer? Ich brauch Ziele, das ist irgendwie bescheuert. Der Autor meines Lebens, da warten viele Seiten. Ich könnte so viel schreiben, doch was wird davon bleiben? Jahr für Jahr spitzt der Schnee und neue Blumen treiben. Tag für Tag wechseln Mond und Sonne ihre Seiten. Doch ich will kreisen wie ein starker Wirbelwind. Doch ich bin freier und ich scheiter wie ein Pendel. Ich sag dir, vor der Einbahnstraße fürchte ich mich. Deshalb spring ich, wenn es sein muss, auch durch Wände. Viele Farben, einfach starten. Nur nicht hastig, auch mal warten. Was soll in mein Lebensgarten? Mag ich das auch, was sie erwarten? Der Lebenspinsel taucht in eine Farbe. Für wen mach ich's, während ich male? Für niemanden, doch die Funken, sie springen, sie leuchten, sie tanzen und sie singen. Das Lied meines Lebens tief in meinem Innern. Mir wird warm, jetzt kann ich mich erinnern. War das alles? Ich glaub, ich bin erwachsen. Ich hab mein Leben in der Hand und ich kann machen, was ich will. Doch wo brennt mein nächstes Feuer? Ich brauche Ziele, das ist irgendwie bescheuert. War das alles? Ich glaub, ich bin erwachsen. Ich hab mein Leben in der Hand und ich kann
machen, was ich will. Doch verbrennt mein nächstes Feuer. Ich brauche Ziele, das ist irgendwie bescheuert. Ja, und so wie es auch manchmal ist, so die kleinen Momente im Alltag, da wo man oft gar nicht dran denkt, wo man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man sich vielleicht mit sehr vielen Dingen beschäftigt, wie Karriere und Studieren und solchen Zielen. Darum geht es jetzt in dem nächsten Lied von einem Erlebnis. Hey, seid ihr eigentlich noch da? Wir wissen, also werden jetzt hier von den Scheinwerfern so angeleuchtet. Wir wissen jetzt gar nicht, sind hier zwei Leute, sind hier drei Leute. Macht mal ein bisschen Lärm, damit wir wissen, wer hier alles da ist. Magischen Zeiten, abseits des durchgetakteten Alltags. Willst du mit mir aussteigen? Willst du mich begleiten? Ich seh dich, deine Augen funkeln wie die Schneeflocken. Lass uns raus, spürst du's auch? Schluss mit rumhocken, lassen die Stadt hinter uns. Alltag nur Erinnerung. Heute Abend haben wir nur für uns ein Haus im Wald. Träume werden wahr, wenn unser Glaube in uns nicht verhallt. Kerzenschein, schönes Kleid, dazu ein Gläschen Wein. Im Ofen brennt das Feuer, heute wollen wir mal anders sein. Das einzige Beständige im Leben ist Veränderung. Ich wollte immer alles voraussehen, doch das war der Grund dafür, dass ich nur sah, was ich schon war. So wurde ich stumm und du holst mich jetzt aus dem Sumpf mit Schwung. Wir sind jung, wir sind jung, lass uns jung und wild sein. Modus filmreif, lass uns jung und wild sein. Lass uns jung und wild sein. Oh, oh, oh. Wir sind jung, lass uns jung und wild sein. Modus filmreif, lass uns jung und wild sein. Lass uns jung und wild sein. Musik an Tanzen auf dem Bett, unsere Zweierparty fest. Lachen machen Faxen, hauen den letzten Schluck im Gläschen weg. Und jetzt, und jetzt gehen wir ins Bett. Wir sind jung, lass uns jung und wild sein. Modus filmreif, lass uns jung und wild sein. Lass uns jung und wild sein. Der Wecker klingelt draußen, zeigt sich noch nicht viel vom neuen Tag. Wir sind uns einig, dass hier keiner von uns aufstehen mag. Langsam strecken, recken, vorsichtshalber nochmal Uhrzeit checken und sich im Schneckentempo aus der warmen Höhle kämpfen. Karo, Kaffee, Hafermilch, Orangen, so beginnt der Tag. Danke für die schöne Zeit und guten Tagesstart.
Hey, vielen Dank. Jetzt sehen wir auch hier ein paar Gesichter, die so ein bisschen hier stehen und sich ein bisschen mitbewegen. Das macht riesen Spaß. Habt ihr alle auch noch genug Bier? Yes! Habt ihr noch Bier? Ja! Yeah. Gut. Noch Bier? Ja, wir sind noch versorgt. Das ist übrigens der erste Auftritt von Juli, der allererste überhaupt in seinem Leben. So, macht mal ein bisschen Lärm von Juli. So, dann mal noch ein kleiner Applaus für den Schlagzeuger, für den Laurin. Geboren, um frei zu werden, dann erwachsen, Basis steht, mit den Jahren, Basis geht. Mit den Jahren, Basis geht, das Leben, das sich wieder schlafen lebt. Wir haben die Angst, dass es hart vergeht, doch wie der Start kann's zu Ende gehen. Es kommt nicht drauf an, wie alt ihr werdet, sondern wie ihr alt werdet auf der Erde. Ich frag mich, ist Altwerden wirklich so negativ, wie man es im Umkreis und in den Medien sieht? Bekanntlich verdammt dich gedanklich die Angst vor dem Altern. So ziehst du die Krankheiten an, die du altern willst. Hast du selbst in der Hand, streck die Hände zu den Schiffen aus vom einsamen Strand. Und ich ruf nach euch, alten Menschen, was sollen wir ohne euch, ohne unsere Wurzeln? Eure Weisheit, bitte bleibt uns treu. Und ich ruf nach euch, alten Menschen, was sollen wir ohne euch, ohne unsere Wurzeln? Eure Weisheit, bitte bleibt uns treu. Ein Lied für die alten Menschen. Ein Same, er wächst zu einer alten großen Linde, mit schwachen dürren Zweigen und einer groben Rinde, die ihr unter Falten und weißen Haaren leidet. Eure Erscheinung über Jahre gezeichnet. Wir leben in einer Zeit, schneller Wandel, wo nichts bleibt. Der Fluss ist wild, ohne springen, musst du am Rand ums Leben ringen. Wir brauchen euch, ihr habt uns viel mitzuteilen. Mit Stolz in die Zukunft, das Gemeinschaft vereint. Und ich ruf nach euch, alten Menschen, was sollen wir ohne euch, ohne unsere Wurzeln? Eure Weisheit, bitte bleibt uns treu. Und ich ruf nach euch, alten Menschen, was sollen wir ohne euch, ohne unsere Wurzeln? Eure Weisheit, bitte bleibt uns treu. Und ich ruf nach euch, alten Menschen, was sollen wir ohne euch, ohne unsere Wurzeln? Eure Weisheit, bitte bleibt uns treu. Stefan an der Gitarre. Ja, vielen, vielen Dank. Das war jetzt die erste Hälfte. Wir machen jetzt 15 Minuten Pause. Könnt ihr aufs Klo gehen, mal kurz ein bisschen chillen.
und wir freuen uns mega auf die zweite Hälfte. Vielen Dank. Bis gleich. Ey yo, und wir haben vor kurzem eine EP aufgenommen, die wird bald mal ziemlich wahrscheinlich auf Spotify released. Und dass ihr auf dem Laufenden bleiben könnt, könnt ihr uns auf Instagram folgen, sinnflut_band, das ist glaube ich, ja genau, falls jemand Instagram hat. Und der Song ist da auch drauf. Ich schau euch in die Augen und sehe Verzweiflung. Euer Rumhalt bin und schwätzen die gefährliche Verleitung. Hab euch lange im Blick, mach mir Gedanken und kick die Überlegungen, dich die Synapsen tut. Das wenn ich dich halte, ständig die Sicht. Ich veränder mich nicht, bis du gegen mich bewege ich dich zur Bremse. Ich denke, auch der Junge wird noch leifen. Und da wird er daran leiden, sich entscheiden, nicht zu bleiben. So wie in den alten Zeiten. Momentan tut mir leid, wie er unbedacht mit Wörtern schmeißt. Er sollte sich davon befreien, ach doch, sie sehr das alles nicht. Und so als hätte er lange Zeit, während er seine Arme zeigt. Und danke ganz normal zu sein, die Güte und die Dankbarkeit. Ich lasse ein Päckchen da und zieh wieder mein Anker ein. Sammeln Erfahrung, um mit Defiziten mein Verstand zu teilen. Ich habe Spaß, trotzdem Wille mit Anstand zu sein. Denn hier das Life ohne Dank passt hier ganz klar nicht rein. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Fühlen vertreten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit schippt mit ihm und auch ihr Hass. Frei bist du nicht, aber du kannst es rein. Wer bist du nicht und das tut dir nicht leid. Du stehst auf dem Eis, sag mir, was behindert dich, doch hast du Zeit. Frei bist du nicht, aber du kannst frei. Wer bist du nicht und das tut dir nicht leid. Bist du nicht, du stehst auf dem Eis, sag mir, was behindert dich, doch hast du Zeit. Ich denke, er hat vergessen, dann soll er komplettes Denken. Alle Art von Wahrnehmung, sie latschen, verletzen. Aber Reife kann man nicht mehr schnell mit Schwachsinn ersetzen. Den reifen Moment wachsen wir an Massenprozessen. Reflexion, der passende Begriff. Die Generation, die das Maskenab vergisst. Bezogen auf diese, die tagelang bekifft. Hängen wir ihre Augenlider, ihren Tatendrang vermisst. Komisch, eure Werte sind mal da und wieder nicht. Ihr sagt, ihr kommt klar, die Frage, die sich dann auftischt. Ich frag mich, wieso ihr dann eure Wahrnehmung verwischt. Weil ihr durch die Einnahmen den Klagen versagt. Alle Art von Unabhängigkeit bedeutet Freiheit. Ein Grundsatz, der uns sagt, wenn ich diesen nicht einleite, bin ich zwar nicht glücklich, ich doch erst muss was dabei sein. Ein Beileid, Frage, was machst du in der Freizeit? Hast du dich gefunden, bildest du mit dir eine Einheit? Oder geht's nach unten, bunten, betrunken, irgendwie einschneiden? Was du nach außen in sein Umfeld, so ein Traum, eine Mutter kommt im Lauf, in der kommenden Zeit mit Schwung wieder zu uns selbst. Ich weiß, dass ich gelebt, das Schlimmes von dir ich erlebt, dich mit Leid und Zeit mit Scheitern, Patron innen frisst. Und dein Kinder schlägt dich dann nicht schlimmer, das heißt nicht das Hindernis, bist du mit deiner Erinnerung. Die Stimme noch nicht ganz stimmig bist. Frei bist du nicht, aber du kannst es rein. Wer bist du nicht und das tut dir nicht leid. Bist du nicht, du stehst auf deiner Meinung. Sag mir, was behindert dich, doch hast du Zeit. Frei bist du nicht, aber du kannst es rein. Wer bist du nicht und das tut dir nicht leid. Hey, klar, du kannst mir widersprechen. Doch nach meiner Antwort musst du dann widersprechen. Vielleicht lernst du dadurch wieder das Ganze zu schätzen. Lass uns gemeinsam kämpfen und vergessen das Vergessen. Stopp, bevor ich wieder anfange zu flexen. Nimm dir vor, an das Ganze in ein paar Jahren zu denken. Habe keine Bedenken, lass es einfach mal enden. Ich werde fehlendes Vergessen und mit deren Dingen kämpfen. Die Art, ich werde Rapper, Spaß oder Hobby-Rapper. Wird momentan von der größten Gruppe praktiziert. Man ist im Leben möglichst hart und stellt sich meistens besser. Ist nicht, dass man ist, das ist nicht wild und talentiert. Aber die Facts sind fasziniert, deshalb mit sich kritisiert. Meinen Thesen bietet keiner Stimme, ich will mich mit Rappen arrangieren. Findest du rein zu hören, den hört auf Zeit zu verlieren und beginnt zu philosophieren. We'll be right back.
Und böse bist du, was wäre nein? Falsch bist du, in deinem Hass seh ich Neid. Kalt bist du, so zu sein, kostet Zeit. Was ist daran schon gut, also lass es doch sein. Frei bist du nicht, aber du kannst nicht sein. Fair bist du nicht, und das tut mir nicht leid. Noch hast du Zeit. Frei bist du nicht, aber du kannst es sein. Fair bist du nicht und das tut dir nicht leid. Gut bist du nicht, du stehst auf deiner Meister. Niemand hat behindert, doch hast du Zeit. So. Der letzte Song, der hieß Scheinwelt. Und da ging es so ein bisschen darum, dass wir so eine Generation sind, die viel am Suchen ist. Die auch so ein bisschen Generation traumlos. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind gerade in so einer Umbruchsphase. Es geht auch viel um Wirtschaft, Kapitalismus. Wie geht's da weiter? Wie sollen sich Dinge verändern? Und der nächste Song heißt nicht Kapitalismus, sondern Kaputtalismus. Und ich meine, der Kapitalismus hat nicht nur schlechte Seiten, aber auch. Und um die geht's jetzt. Jeder nimmt sich hier so wichtig, denkt, er wird die Welt verändern. Später wird euch klar, ihr habt nur eure gute Zeit komplett versorgt. Schlecht, nicht bemerkt, es werden Film verlängert. Aber leider ist es eben dann zu spät noch. Und was soll man, egal wie groß der Berg, auf dem man sitzt, man wird einsterben. Denn verschwindet der Besitz, was bleibt kein Wert? Die Hülle entscheidet, das ist doch wohl ein Scheiß-Scherz. Das ist auch peinlich, aber leider zu sehr ernst, ja. Die meisten sind mit sich und ihrer Wichtigkeit beschäftigt. Aber in Bezug auf Reflexion bewusst dann nicht mehr lässt. Erstes, laufen geschäftig für ein Auto, was fresh ist. Einfach nur für den Betracht der Hauptsache prächtig. Sie kaufen den ganzen Kram, weil Medien und andere sagen, sie werden nur durch Bewohner zahlen, um es zu haben. Eine Kettenreaktion präsentieren und weitertragen. Leider tragen wir die Bots, denn wir ziehen in sein Paar. Wir erhalten keine Werte, wir erhalten ihre Macht. Wenn Menschen gehen, es sind gewährte Firmen. Regeln, wir verbreiten die Kraft. Wir deswegen an dem eigenen Acht. Wir erhalten keine Werte, wir erhalten ihre Macht. Wegen Menschen gegen Menschen gehen, es sind gewährte Firmen. Regeln, wir verbreiten die Kraft. Wir deswegen an dem eigenen Acht. Kriegt den Hals nicht voll. Wir wollen mehr, mehr, mehr. Unser Team, unser ganzer Stolz. Aber hör, wir missbrauchen Macht ohne Grenzen nach oben. Geld ist Macht, Kritik ist verboten. Reden um zu reden, ohne irgendwas zu regeln. Menschen opfern Menschen und vergessen ihre Regeln. Doch wer braucht schon Menschlichkeit? Wir haben Versicherung gegen jeden Streit. Doch bitte denk an die kostbare Zeit. Was von dir bleibt, die Zeit schmilzt wie Eis. Was auch du brauchst, um frei zu sein. Wie kommst du nie durch einen Schein allein? Wir erhalten keine Werte, wir erhalten ihre Macht. Zählen Menschen gegen Menschen gegen. Es regiert der Hass zu Firmen. Regeln, wir verbreiten die Kraft. Wir sägen an dem eigenen Ast. Wir erhalten keine Werte, wir erhalten ihre Macht. Zählen Menschen gegen Menschen gegen. Es regiert der Hass zu Firmen. Regeln, wir verbreiten die Kraft. Wir sägen an dem eigenen Ast. We'll be right back.
sag manchmal, dass Geld so ein bisschen die neue Religion ist. Und der nächste Song heißt Gibt es Gott? Hört einfach zu, ihr werdet es gleich hören. Bob sitzt auf einem Hügel und schaut zu den Sternen, denkt nach. Dann kann er sich nicht erklären, woher kommen wir und was ist der Sinn des Lebens? Ist der wichtigste im Universum, winzige Wesen, wo ist der Ursprung? Wenn wir uns Gedanken machen, werden viele sagen, keine Frage, Gott hat uns geschaffen. Der Sinn wäre, Gott zu lieben, Gott zu dienen, zu gehorchen, das wäre die Freiheit tief in unserem Ich verborgen. Klare Eigenschaft, zum einen Gott ist der Mächte, außerdem allwissend, alles ist für Gott ermesslich. Allgütig lieben soll Gottes Kennzeichen sein, er würde nie Böses tun, niemandem Leid verleihen. Viele glauben an Gott haben, aber kein Beweis, deshalb mache ich aus neutraler Sichtweise einen Vergleich. Kai ist gläubig, Gott nicht, doch beide davon bewegt. Kai beginnt zu erzählen, sie kommen in ein Gespräch. Er sagt, dass Millionen Menschen weiter zu Gott neigen. Da muss etwas dran sein, das muss etwas heißen. Aber Gott will das verneinen, mir gibt etwas zu beschreiben. Früher glaubten alle auch daran, die Welt wäre eine Scheibe. Kai meint, der Mann schuld, denn er weiß, dass es hier geht. Da ist jemand, der ihn nahe ist, auf dem Lebensweg beschützt. Es ist beruhigend, man ist nie allein. Und er steht dir bei in schwerer Zeit und tröstet dich, wenn du weinst. Da ist jemand, der dich liebt und über dich wacht. Diese Vorstellung gibt mir täglich Vertrauen und Kraft. Aber das spricht immer noch nicht für die Wahrheit. Sag mir Gründe, das Schlimme, die unklare Wahrheit. Hey, du hast eines vergessen, Urknall, lass uns drüber reden, der Urknall. Wie konnte diese entstehen? Gott ist der Ursprung. Er schuf unseren Planeten, das ist der einzige Weg, den Urknall zu verstehen. Doch fragte, alles hat doch einen Beginn. Es gibt doch keinen Sinn, wieso das bei Gott nicht stimmt. Okay, du hast recht, das ist kein Beleg. Aber Moment, ich habe noch einen Punkt, der mich bewegt. Unser Körper zum Beispiel, das Auge ist komplex. Es muss einen Schöpfer geben, denn dahinter steckt ein Zweck. Aber die natürlichen selektiven Ideen, das trägt Evolution und woraus das Leben wächst. Heutzutage kann man objektiv die Selektion beweisen. Zum Begreifen müssen die an Zeit kein Glauben mehr vergreifen. In frühen Zeiten konnten die Schreiber das Zeug beschreiben. Doch heute gibt es viele Zeilen, die das Zeug beweisen. Entscheiden will man realistisch oder blind leben. Im Blick sehen oder die Säge selbst im Wind drehen. Überdenken, warum wir uns einer Sache hingeben. Jeder muss für sich dem Leben einen Sinn geben. Entscheiden will man realistisch oder blind leben. Im Blick sehen oder die Säge selbst im Wind drehen. Überdenken, warum wir uns einer Sache hingeben. Thank you.
laufen den Hügel hinab, scheint der Mond es zu sehen. Während sie so gehen an einem Krankenhaus vorbei, fragt sich Bob plötzlich, was ist mit dem ganzen Leid? Kai, es heißt ein mächtiger Wissen, der gütig soll Gott sein. Hätte es wissen müssen, könnte uns von allem Leid befreien. Wir können dagegen den freien Willen haben, Menschen. Sonst könnten wir nicht unser Leben lenken, Kai, dagegen. Sonst könnten wir unser Leben lenken, deiner Gegend. Mit Schmerzen einem folgen würden. Scheiße. Bob aber macht die Massen beeinflussbar. Es gibt Gläubige, die sind deshalb bereit fürs Grab. Es gibt Religionen, die sich gegenseitig bekriegen. Und für den eigenen Glauben kämpfen gibt es Küche Gießen. Aber die Sache so mit Gott will ich einfach nicht akzeptieren. Trotz Respekt müssen wir darüber diskutieren. Julia am Bass. Jeder muss ein bisschen Leben einen Sinn geben. Entscheiden, will man realistisch oder blind leben. Den Blick segeln oder die Segel selbst im Wind drehen. Überdenken, warum wir uns einfach nach der Hebel. Sich dem Leben einen Sinn geben. Entscheiden, will man realistisch oder blind leben. Den Blick segeln oder die Segel selbst im Wind drehen. Überdenken, warum wir uns einer Sache hingeben. Habt ihr noch Bock? Seid ihr alle noch da? Ja, das ist so ein Ja, klar, ihr könnt gerne alle herkommen, ins Licht rein und mit uns ein bisschen tanzen, ein bisschen ja, Spaß haben, hoffentlich auch vorher schon. Der Planet ist mir wichtig, was wir hier tun ist nicht richtig, als ob es für uns keine Frist gibt, er war rein, wird mehr und mehr giftig. Ich überspringe den Rückblick, sprech zu denen, die bedrückt sind, wissen, dass es kein Zurück gibt zum Kern, wenn unser Griff bricht. Unser System kapitalistisch, weil materielles für viele kein Glück ist, sind immer mehr minimalistisch. Man findet, was muss, wenn man verzichtet. Du fragst dich, wie werde ich glücklich, wie bin ich mir und der Erde nützlich? Kann ich was ändern oder ist kein Weg ersichtlich? Du brauchst Zeit für dich, denn der Zeitgeist zerbricht dich. Wir schicken ans Licht, fühlen den Frieden ein neues Gesicht. Mit den Quellen der ewigen Lieder, zu neuen Melodien der friedvollen Krieger. Wir tragen die Schichten ans Licht, fühlen den Seelen ein neues Gesicht. Mit den Quellen der ewigen Lieder, zu neuen Melodien der friedvollen Krieger. Wir
freuen, weiterhin zweifelsfrei die frische Luft atmen und chemiefreies Wasser trinken. Uns ernähren von Pflanzen, die Früchte tragen, keine gezüchtete Nahrung aus Fabriken. Menschen und uns, die uns menschlich begegnen, ohne dass man sagen muss, sie kränken dich wegen Egoismus, Macht des Geldes wegen. Zu viel hält uns davon ab, aus dem Herzen zu leben. Für eine Wand benötigt man Erkenntnis, sonst bleibt der Ist-Zustand unendlich. Das ist authentisch, deshalb bleiben wir authentisch. Jeder ist eins, eins von dem Ganzen. Alleine sehr klein, doch auch dann ein eigener Kreis, der alleine begreift, er steht mit anderen Kreisen zusammen. Jeder ist eins, doch gleichzeitig viele. Ich will, dass du weißt, es geht um Perspektive. Einer sieht Kriege, der andere Liebe. Das Böse zu mich ist schon ganz in die Tiefe. Und dann hab ich wieder verstanden, es geht um den Ausgleich und Achtsamkeit. Aus dieser Krise, aus dieser Krise, aus dieser Krise. Wie ein Funke als Teil des Feuers, wie ein Tropfen als Teil des Meeres, wie ein Sandkorn als Teil der Wüste, wie ein Baum als Teil des Waldes, bist du Mensch als Teil der Menschheit und alles zusammen ist Teil des Ganzen. Und genau aus diesem Grund glaub ich an Karma. Was du dir nicht weißt, setz einen Punkt, bist du starker. Mit jedem guten Impuls bist du freier. Glaub man, das tut dir auf der Erde und mach weiter. Große Fragen, Geschichten ans Licht. Fühle die Seele, ein neues Gesicht. Mit den Quellen der ewigen Lieder zu neuen Melodien, das Glück vor den Kriegen. Große Fragen, Geschichten ans Licht. Fühle die Seele, ein neues Gesicht. Mit den Quellen der ewigen Lieder zu neuen Melodien, das Glück vor den Kriegen. Euch. So schön, dass wir den Abend gemeinsam verbringen. Ja. 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 Aber mit Abstand. Okay. Ach echt? Ja, ja. Das ist auch cool. Ja, ich glaube. Wenn man dann irgendwie keine Ahnung macht, ja, um die Herz irgendwie und Musik macht, wo man will. Genau. Ich glaube, da kommt man so ein bisschen. Okay, ja, dann kommen wir jetzt schon zum letzten Song. Genau, und der letzte Song heißt Energie. Ich glaube, es ist ein gutes Ende, um noch einen schönen Abend danach zu haben. Ja, cool, ja. Ja, 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 ja. Ja,
Ich will raus und den Regeln, den Brausen leben. Ich will auch einfach nur leben, doch die Regeln machen mich zu diese Schau. In der Gegend, das wird alle hier bestimmt. Ich will das glauben, alles Leben wird das Herz wie ein Klick. Ey! Die letzten Wochen merkte ich, wie ich versinke. Mein Bund, mein Schmerz, wie ich fühlte noch als Kind. Vielleicht war es nötig, diese Trauer wieder rauszugeben. Denn die letzten Monate war sie versteckt. Ich hab gemerkt, durch Verdrängung ist sie nicht aufzuheben. Gedrückt ein paar Wasser, nimmt Typus meine Kraft weg. Ja, ich hab mir ein und spuck in den ganzen Schleim aus. So lange spüre ich wieder, was in mir ruft. Adrenalin, bewege mich wie ein Raubtier und erlebe diese göttliche wohltuende Wut. Egal was es kommt, der Tod ist nicht. Es bringt mir das, wird mir zurück, es ist nicht. Ich brenne und sehe, wie der die Quelle des Lichts. Ich hole mir die Energie zurück. Egal was es kommt, der Tod ist nicht. Es bringt mir das, wird mir zurück, es ist nicht. Ich brenne und sehe, wie der die Quelle des Lichts. Zusammen, lange ist es her, tanzen uns ins Leben und drehen uns im Lichtern mehr. Doch je länger ich hier bin und euch in die Augen schau, komm ich mir fremd und werf auf die Familien ausgesaugt. Ich fühle mich müde, mache mich auf den Weg nach Hause, bleibe vor der Türe stehen und mache eine Weile Pause. Stopp, ich belüge mich selbst, weiß in meinem Kopf am Bein, wenn du schneller bist, ich nur, was dich hier jetzt befreit. Der Mond spiegelt auf dem Wasser, mein Körper scheißt, ich zeig dir meine Kleidung ab, lass mich ins schwarze Wasser fallen. Jetzt ist guter Tag, die Ruhe im Lebenswasser, die Bade wird sich erheben und jagen. Für diese Nacht geht's doch heute noch in Tränen zu sagen, zu wagen, was mit dir drückt und dann die Folgen danach zu fragen. Mit der nächsten Lebenswelle will ich eine neue Runde starten, denn die soll ich verändern, wenn ich gar nicht richtig da bin. Lernen für die Iona, die vor uns gespielt hat. Das war auch echt Hammer, Leute. Und ich wollte mich nochmal zu Paul und Abi bedanken, dass wir hier spielen durften und dass die das so eingeleitet haben und sich um das Licht und die ganze Technik gekümmert haben und es so badass hier aussieht. Richtig geil, Mann. Thank you.
Okay, lass mir gelten. Okay, unsere Zugabe heißt Wunderplanet. Und genau da in diesem Song geht es darum, dass es so Menschen wie euch braucht, wie dieses Projekt, die einfach Dinge neu denken, neu tun und ja, mutig sind, neue Wege zu gehen. Zu pessimist, doch inzwischen haben Menschen im Garten das Leben. Fruchtbare Pflanzen, Gesetz und Bewegung. Wird jeden Tag von uns ausgedreht. Und eine lebenswerte Welt, dann wir reden. Der Wandel ist sichtbar und Menschen zeigen Mut. Es werden immer mehr für die Ecke was zu tun. Was am Ende passieren wird, wissen wir nicht. Doch der Weg ist das Ziel, also halten wir sich. Gemeinsam sind wir stark und du hast Potenzial, um richtig was zu verändern. Geh an die Karte, gibt's das nachhaltige Gesetze. Hier und jetzt die solidarische Landwirtschaft, die unsere Welt zweckt. So eine schöne Energie. Gegenüber kurz zwischendrin.
Namen. Der Song, der heißt das Verdrängungskünstchen. Sollen wir das verdrängen? Ja. Mehr gibt's nicht. Natürlich, ihr willst auf meine Stimme, die mich weiterbringt. Für die einen bin ich reich, für andere Kann doch keiner. Und versuche nach dem Einsinn, sag ich immer wieder, dass ein Feind bestimmt. Täglich versuche ich mit Argumenten einzuschlagen. Nein, ich fordere von euch, bis auf euch ein Leid zu wagen. Doch eines möchte ich euch vorwerfen: Ihr habt nicht gelernt, mit dem Real umzugehen. Wie sollen Tatsachen wie Mord sterben, wenn ihr euch versteckt und ich tut, aus euch hochzudrehen? Die Lüge ist leicht und die Wahrheit ist schwer. Doch aus Lüge wird Leid, wer weiß, man holt es uns ein. Mit Herzen, Wahrheit, Taten, Klarheit aus Schmerzen und Lüge, so schafft man Frieden. Wir sehen das Ganze, sehen, was ich nicht kann, kann und nicht kann sich drücken. Mit Herzen, Wahrheit aus Taten, Klarheit aus Schmerzen und Lüge, so schafft man Frieden. Wir sehen das Ganze, sehen, was ist, und so kann man handeln, ohne dass man sich drückt. Alles gut. Ich hatte einen Gedanken, Fehler, deine Tipps waren gut auf ein Mensch mit einem blinden Weltbild. Egal, wie gut die Argumente sind, hört und glaubt, dass er selbst will. Du merkst, dass es theoretisch nicht zu ändern gibt. Ja, doch ich möchte nicht herunter. Komm, wir kommen dann und jeden Trip herunter. Und beginne ab sofort deine Vision zu leben und an diesem Ort zu verkörpern, zu transportieren, wie es sein soll. Ich begann damit und merkte schnell, wie das Eis schmolz. Ich fand Wege, um das Eis zu brechen. Dachte nach, besser als rein zu sprechen. Sind Gefühle, die wärmen und dann wird sich Übel entfernen. Mit Herzen, Wahrheit und Taten, Klarheit aus Schmerzen und Liebe, so schafft man Frieden. Wir sehen das Ganze, sehen was ist, nur so kann man handeln, ohne dass man sich drückt. Mit Herzen, Wahrheit und Taten, Klarheit aus Schmerzen und Liebe, so schafft man Frieden. Wir sehen das Ganze, sehen was ist, nur so kann man handeln, ohne dass man sich drückt. Rutsch. So, Stefan holt noch seine analoge Kamera mit einem Foto noch. Nur deshalb hat er sie mitgebracht. Und jetzt noch ein besonderes. Da kommt dann Bier, ist an. So, ein Ausatmen, nicht nur eine starke Oh, geht
Ich will nochmal sagen, hier fehlt noch ein Foto. Jetzt noch einmal. Ich bin Paul. Paul war zu spät dran. Nochmal. Wir sehen euch halt nicht. Ja, ich kann nur noch gut. Ja. Juli, weiter nach oben. Jetzt alle Liegestützen. Stand auf. Jetzt kommen die DJs, oder? Ja, jetzt liegt Juli auf, glaube ich, habe ich gehört.